Salamu alaikum, liebe Brüder und Schwestern im Islam und ein Hallo an alle Menschen, die die Wahrheit suchen. In diesem Vortrag wird es um Salomo, das Hohelied, gehen und auch um das pervertierte Verständnis von einigen Menschen hinsichtlich des Kapitels das Hohelied von Prophet Suleiman a.s. Ich möchte erst einmal vorab sagen, dass viele Menschen derart pervertiert sind, dass sie nicht in der Lage sind, das Hohelied zu begreifen. Wir Muslime wissen, dass im Hohelied ausdrücklich der Name Mohammed zu lesen ist, im Hebräischen und auch im Hebräischen ausgesprochen wird, mit dem Zusatz im, das ein Plural des Respekts ist, wie bei Elohim. Und es steht da ausdrücklich Mohammed und dann im Mohammedim, um deutlich zu machen, dass es sich um eine sehr erhabene Persönlichkeit handelt, die im Hohelied beschrieben wird. Das große Problem, das die Menschen mit dem Hohelied haben, ist der Inhalt. Sie meinen, er wäre, und das muss man ganz salopp so sagen, sexistisch verdorben. Einige Muslime lassen sich sogar dazu hinreißen, zu sagen, in dem Zusammenhang sollte der Name nicht erwähnt sein, das muss etwas anderes heißen. Sie lassen sich also von den Argumenten der Christen dann einschüchtern und sagen, das muss wirklich was anderes heißen. Das ist traurig. Und viele sind auch nicht einmal in der Lage, sich auf das Hohelied in der richtigen Art und Weise zu beziehen. Sie umgehen das. Manche zitieren einfach nur den einen Vers, in dem der Name Mohammed, Mohammedim, zu lesen ist und versuchen dann auch gar nicht auf den Kontext einzugehen, weil er ihn geradezu peinlich anmutet. Das ist traurig. Und ich sage bewusst manche. Denn das ist nichts anderes als eine Perversion des Ausdrucks der Liebe, wie in der Bibel gemeint ist. Es geht hier nicht um eine Darstellung der Liebe, wie wir sie kennen. Es geht auch nicht um die Darstellung einer körperlichen Liebe, sondern es geht um eine Metapher auf sehr, sehr hohem Niveau. Tatsächlich ist Glaube immer mit Liebe verbunden. Jesus sagte, liebet Gott mit all euren Sinnen. Wenn ihr mich liebt, dann haltet meine Gebote. Untereinander sprachen die Apostel und Jesus von einer Liebe. Und es ist wirklich so weit gekommen, dass einige pervertierte Charakter oder Charaktere dazu übergegangen sind, zu sagen, ist das nicht geradezu ein Hinweis auf eine Abart einer Homosexualität. Das liegt natürlich daran, dass diese Menschen pervertiert sind und eben in diesen Bereich reingegangen sind. Mich erinnert das ein wenig an die Geschichte von Adam und Eva, die in den Apfel reingebissen haben und dann ist ihnen bewusst geworden, dass sie nackt sind. Genauso geht es diesen Menschen, die den Begriff der Liebe pervertiert haben und nicht in der Lage sind zu verstehen und zu begreifen, was hier gemeint ist. Liebe im Glauben. Die Überzeugung im Glauben ist eine Liebe. Dazu muss man sich einfach nur die Sprache der Gefährten des Propheten Muhammad a.s. ansehen. In unzähligen Hadith, wie sie den Propheten Muhammad a.s. parallel wie auch in der Bibel beschrieben als wunderschön, als der Schönste unter den Menschen bezeichnen. Es gibt Hadith, die da sagen, Ahadith, die da sagen, Muhammad a.s. war viel schöner, sinngemäß, als der Mond. Schöner als je, was in der Schöpfung zu sehen war. Und dabei muss man sich das verinnerlichen und begreifen, dass es darum geht, dass wir wissen, Schönheit kommt von innen. Und der wahre Glaube ist im Arabischen mit etwas verbunden, das wir Nur nennen. Nur. Und Nur bedeutet nicht nur Licht, sondern reflektiert auch die Schönheit. Und diese Schönheit, die wird in der Bibel in einer wunderschönen Metapher im Hohelied ausgedrückt. Und zwar mit wunderschönen Gleichnissen. Zum Beispiel Myrrhe, die aus seinem Mund tropft, bezieht sich auf die Offenbarung, bezieht sich auf das, was aus seinem Mund herauskommt. Myrrhe. Für die Propheten ist das Wort Gottes, das aus dem Mund des
Propheten Mohammed a.s.w. herauskommen wird wie Myrrhe. In dem Hohelied geht es um ein Thema des Propheten Suleiman a.s. Es ist ein Lobgesang. Und in diesem Lobgesang gibt es eine lyrische Verschiebung. Das heißt, der Sänger versetzt sich in die Lage einer Frau. Er singt so, als wenn er eine Frau wäre. Am Ende offenbart sich natürlich wieder der Sänger, nämlich Suleiman a.s. Es erscheint mir einfach sehr fragwürdig, warum den Menschen das nicht klar wird, dass selbstverständlich Suleiman derjenige ist, der dieses Lied oder der dieses vorträgt, aber eben wie bei einem lyrischen Ich eine Geschichte erzählt, ein Gleichnis erzählt, in dem die Liebe zu diesem angekündigten Menschensohn, zu diesem angekündigten Menschen porträtiert wird, dargestellt wird, plastisch veranschaulicht wird. Das Hohelied hat so viele Zwischenbotschaften. Zum Beispiel gibt es eine Szene, in der es heißt, dass die Frau in diesem Lied die Tür erstmal nicht öffnen will. Sie ist eine Tochter von Jerusalem. Und hier wird also ganz deutlich gemacht, dass der Prophet Mohammed a.s., der ist ja aus Arabien, und es besteht keine Feindschaft wegen seiner Herkunft. Das wird in diesem Lied wunderbar dargestellt. Und dennoch bleibt die Tochter Jerusalems erst einmal liegen und will nicht aufstehen, um ihm zu öffnen. Ihm zu öffnen bedeutet, ihn zu empfangen, ihn aufzunehmen. Die Kinder Israels, sinnbildlich hier dargestellt, die Tochter Jerusalems, soll diesen Gesandten aufnehmen. Sie bleibt aber nachsichtig liegen. Sie nimmt ihn nicht auf. Und dann entscheidet sie sich doch, die Tür zu öffnen. Und der in diesem Gedicht als Geliebter dargestellte ist weg. Das ist eine Warnung, die in diesem wunderschönen Gedicht steht. O ihr Töchter Jerusalems, wenn er kommt, nehmt ihn auf. Bleibt nicht auf eurer Position, dass ihr meint, es ist nicht nötig aufzustehen. Es wird hier sogar charakterisiert in einer wunderschönen Metapher. Nach dem Motto, ich liege schon, ich habe mein Kleid schon abgelegt, warum soll ich denn jetzt noch aufstehen? Hier wird also deutlich gemacht, in dem Lied eine Tragik. Ja, statt aufzustehen, sinnbildlich, denjenigen aufzunehmen, in Liebe, im Glauben, ja, denn Liebe steht hier für den Glauben, bleibt die Tochter Jerusalems ein Ticken zu lange liegen. Hier steht also, nimmt ihn bloß auf. Ja? Seht zu, dass ihr ihn nicht verpasst, nicht versäumt, so wie Jesus sagte, er wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Als Gleichnis. Unbemerkt. Es wird ein kurzer Moment sein. Und wenn man den verpasst, dann wird er wieder weg sein. Das heißt, die Wichtigkeit dieses Kommenden und ja nicht die Begegnung mit ihm zu versäumen. Das heißt, die Propheten machen auf einer wunderschönen metaphorischen Weise den Kindern Israels klar, nehmt ihn bloß auf und zwar in Liebe. Nicht, dass ihr in eine Situation kommen werdet, in dem ihr es noch bereuen werdet, dass ihr ihn nicht aufgenommen habt. Das ist die Botschaft aus diesem wunderschönen Hohelied. Metaphorisch in Liebe gekleidet, wobei wir wissen, Liebe steht synonym für den Glauben. Denn Jesus sagt, liebet Gott mit all euren Sinnen. Und der Prophet Mohammed a.s. hat zu seinen Gesandten gesagt, ähnlich wie Jesus, wenn ihr mich nicht liebt, mehr als alles, was euch lieb ist, sinngemäß, eure Familienangehörigen, mehr als alles, was euch lieb ist, könnt ihr nicht den wahren Glauben in euch haben. Das ist der tatsächliche Iman, der sich dadurch darstellt, dass man den Propheten Muhammad a.s. liebt, weil er der Gesandte von Allah subhanahu wa ta'ala ist und weil er, Muhammad a.s., so wie alle Propheten, die Allah subhanahu wa ta'ala gesandt hat, sie sind Zeugen über die Existenz Gottes.
Deswegen müssen wir sie so sehr lieben, weil wir Gott lieben. Nun kommen die Christen daher und lesen in der Bibel Muhammadim und sagen, das heißt nicht Mohammed. Obwohl es wörtlich da steht. Sie selber aber beziehen sich in der Bibel auf den Namen Immanuel. Immanuel. Und sagen, das steht für Jesus. Muhammadim steht nicht für Mohammed. Aber Immanuel steht für Jesus. Man sieht dieses zweierlei Maß, wie sie an der Lüge festhalten und die Wahrheit nicht sehen wollen, obwohl sie offenbar ist. Die Übersetzung, er ist vollkommen lieblich oder er ist ganz lieblich, macht das Hohelied wertlos. Denn es kommt zu einem kulminativen Punkt, einer Pointe in diesem Hohelied, in dem gesagt wird, wer ist er denn nun, der Beschriebene, den der Prophet Suleiman a.s. in dem Hohelied in der lyrischen Form als aus der Perspektive einer Frau darstellt und am Ende wieder als Suleiman a.s. in dem Hohelied spricht, in der Ich-Form. Und zwar, wenn man sich das genau ansieht, ich beschwöre euch, ihr Töchter Jerusalems. Findet ihr meinen Freund, so sagt ihm, dass ich vor Liebe krank liege. Suleiman a.s., der Prophet, versetzt sich in die Lage einer liebenden Frau, die stellvertretend stehen soll für die Haltung, die Jerusalem diesem Gesandten entgegenbringen soll. Und sie soll wissen, dass wenn sie diesen Gesandten nicht annimmt, so wird es so sein wie eine Geliebte, die sehnsüchtig ihren Geliebten sucht, was von Kummer und Trauer durchsetzt ist. Das ist eine Metapher dafür, wie schlecht die Kinder Israels beraten sind, ihn abzulehnen. Jetzt wird in diesem Lied ein Dialog gestartet, in dieser lyrischen Form. Was ist dein Freund vor anderen Freunden, o du Schönste unter den Weibern? Was ist dein Freund vor anderen Freunden, dass du uns so beschworen hast? Das heißt, ich habe euch eingeschworen, diesen Jahr nicht zu versäumen. So wie Jesus sagt, er wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Drum horchet und sei aufmerksam. Zu wem spricht denn Jesus? Zu den Kindern Israel. Indem er genau vorbereitet, Achtung, versäumt ihn nicht. Und jetzt wird es ganz wichtig und auch ganz interessant. Denn es kommt im Hebräischen, im Original, kommt es zu einem Wortwechsel. Einem wichtigen Wortwechsel, der nämlich dann auch Muhammadim als Name unterstreicht. Die Frage der Fragenden in dem Gedicht ist, was ist dein Freund? Und tatsächlich ist die Übersetzung Freund oder eine andere Geliebter. Die Antwort aber ist nicht Freund. Die Antwort in Vers 10 ist nicht Freund. Sie ist nicht, dass die Antwort dasselbe Wort verwendet im Hebräischen wie in der Frage, sondern das Wort wechselt. Mein Cousin heißt es, nicht mein Freund. Mein Cousin. Und das ist sehr wichtig. Denn ab jetzt spricht wieder Suleiman a.s. Er geht aus dem Gedicht raus, der lyrischen Form, in der die lyrische Frau von ihrer Liebe berichtet zu diesem Geliebten. Dies ist metaphorisch. Geht er raus und sagt, mein Cousin. Jetzt ist Suleiman a.s. wieder da und spricht direkt. Und es trifft es vortrefflich, mein Cousin. Denn wir wissen, Suleiman a.s. ist Familienmitglied
Aus dem Hause Ishak. Aus dem Hause der Kinder Israels. Und so ist sein Onkel Haus Ismail. Es heißt auch in der Bibel ihre Cousins. Das heißt nicht ihre Brüder. Auch als es um die Prophezeiung im 5. Buch Moses geht, steht im Hebräischen nicht Brüder, sondern ihre Cousins. Und genau dieses Wort wird hier auch verwendet. Mein Cousin, nicht mein Freund. Denn der Prophet Muhammad a.s. ist aus dem Hause Ismail a.s. ist ein Kind aus dem Hause Ismail a.s. Suleiman a.s. ist ein Kind aus dem Hause Ishak a.s. und damit ist Muhammad a.s. in der Familienbeziehung sein Cousin. Nun kommt es in allen Versionen, auch im Hebräischen, zu einer Wiederholung des Possessivpronomens sein. Das ist eine Beschreibung. Das fällt auch im Deutschen auf. Hier, sein, 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 sein. Sein Haupt ist das feinste Gold. Seine Locken sind kraus, schwarz wie ein Rabe. Seine Augen sind wie Augen der Tauben an den Wasserbächen mit Milch gewaschen und stehen in Fülle. Seine Backen sind wie Würzgärtlein, da Balsamkräuter wachsen. Seine Lippen sind wie Rosen, die von fließender Myrrhe triefen. Das ist die Offenbarung. Die fließende Myrrhe. Seine Hände sind wie goldene Ringe, voll Türkis. Sein Leib wie reines Elfenbein. In den Ahadith finden wir genau diese Beschreibung mit dem Elfenbein wieder. Als die Gefährten den Propheten Muhammad a.s. und seine Statue, seinen Körper beschreiben, finden wir genau Elfenbein in der Beschreibung wieder. Mit Saphiren geschmückt. Dann geht's weiter. Seine Beine sind wie Marmelsäulen, gegründet auf goldenen Füßen. Seine Gestalt ist wie Libanon, auserwählt wie Zedern. Und seine Kehle ist süß. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Aufzählung in diesem Gedicht von erstmal mein Cousin, es ist wie eine Überschrift. Mein Cousin, auserkoren unter vielen Tausenden. Auserkoren unter vielen Tausenden. Auserkoren von wem? Von Gott dem Allmächtigen. Es geht nämlich um den, den Gott schicken wird. Den großen Gesandten. Das Thema der Schönheit wiederholt sich ja in der Bibel. Das ist ja nicht nur einmal. Der Vater von Suleiman a.s., Dawud a.s. wiederholt dasselbe Thema und meint nicht seinen Sohn, da werden wir gleich zukommen. Sein, 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 sein. Nach so vielen Beschreibungen muss die Pointe kommen, wer er nun ist. Er ist der Cousin, sein, 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 lauter Beschreibungen und jetzt kann nicht plump kommen, er ist ganz lieblich. Es passt nicht. Es ist wie, als wenn etwas aufgebaut wird, ja, eine Fanfare, sein sowieso, sein sowieso, sein sowieso, sein, er ist so, er sein, 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 sein Mund und dann am Ende, er ist ganz lieblich. Nein. Sondern diese Kulmination, die aufgebaut wird, erfährt ihre Pointe, indem offenbart wird mit Namen, wer es ist. Das heißt, es gibt, macht nur Sinn, wenn man es richtig liest. Mein Cousin, auserkoren unter vielen Tausenden. Sein Haupt ist das feinste Gold. Seine Locken sind kraus, schwarz wie ein Rabe. Seine Augen sind wie Augen der Tauben an den Wasserbächen mit Milch gewaschen und stehen in Fülle. Seine Backen sind wie Würzgärtlein, da Balsamkräuter wachsen. Seine Lippen sind wie Rosen, die von fließender Myrrhe triefen. Seine Hände sind wie goldene Ringe voll Türkis. Sein Leib ist wie reines Elfenbein mit Saphiren geschmückt. Seine Beine sind wie Marmelsäulen, gegründet auf goldenen Füßen. Seine Gestalt ist wie Libanon, auserwählt wie Zedern. Seine Kehle ist süß. Er ist Muhammadim. Er ist Muhammad. Das ist die Pointe. Und dann ein solcher, dies ist mein Cousin. Mein Cousin ist dieser, ein solcher, ihr Töchter Jerusalems.
Das ist es. Er ist Muhammad. Das ist Muhammad. Nach all diesen Beschreibungen kommt die Pointe, wer es ist. Es ist doch eine Offenbarung. Und wir sehen dann den Namen Muhammadim. Gott der Allmächtige legt dem Propheten Sulaiman a.s. den Namen des Auserwählten in den Mund, lässt ihn den sagen, damit die Menschen ihn erfahren. Und sie stellen sich dahin taub, hören nicht. Muhammadim. Stattdessen klammern sie sich an Immanuel und sagen, das ist Jesus. Das ist Jesus. Immanuel. Was hat Jesus, Joshua, mit Immanuel zu tun? In der Phonetik, in der Schreibweise. Überhaupt nichts. Gar nichts. Aber hier haben wir den vollständigen Namen. In dem schönsten Gedicht. Das schönste Gedicht aus der Bibel. Das dem schönsten der Menschenkinder auserwählt ist. Und das Thema schön finden wir, oder Schönheit, finden wir auch von Prophet Dawud a.s. charakterisiert, wo es auch zweifellos der Prophet Muhammad a.s. ist, der beschrieben wird. Und zwar finden wir das im Psalm 45. Und lesen wir dort, um in diesem Thema zu bleiben und zu verstehen, ein Brautlied und Unterweisung der Kinder Korah von den Rosen vorzusingen. Mein Herz dichtet ein feines Lied, ich will singen von meinem König. Meine Zunge ist wie der Griffel eines guten Schreibers. Jetzt, du bist der Schönste unter den Menschenkindern. Holdselig sind deine Lippen, darum segnet dich Gott ewiglich. Gürte dein Schwert an deine Seite, du Held, und schmücke dich schön. Es müsse dir gelingen in deinem Schmuck. Ziehe einher der Wahrheit zu gut und die Elenden bei Recht zu erhalten, so wird deine rechte Hand Wunder vollbringen. Scharf sind deine Pfeile, dass die Völker vor dir niederfallen. Sie dringen ins Herz der Feinde des Königs. Gott, dein Stuhl bleibt immer und ewig. Dieser Held kommt und kämpft für Gott. Mit Krieg. Und der Friedefürst wird charakterisiert, deswegen ist das Wort Friede die falsche Übersetzung, es muss heißen Fürst des Islam, charakterisiert, dass er Kriege führen wird und dass seine Feinde Staub schlucken werden. Für Gott. Deswegen kommt sofort danach, Gott, dein Stuhl bleibt immer und ewig. Denn vor dem Propheten Mohammed a.s. sind die Menschen in tiefsten Götzendienst verfallen. Sie ehrten Gott nicht mehr. Sie machten Gott zu einem Opfer, der am Kreuz hingerichtet wurde. Das ist nicht dein Stuhl bleibt immer und ewig. Das ist nicht die Majestät und Erhabenheit Gottes, wie Christen Gott darstellen. Am Kreuz elendig hingerichtet. Wa'iyadu billah min shaitana rajim. Diese teuflische Lästerung, die sie heilig erklärt haben, die ihnen in die christliche Religion gebracht wurde, durch den Götzendiener und Sonnenanbeter und Despoten und brutalsten Kaiser des Römischen Reiches, Kaiser Konstantin dem Großen, den haben sie geehrt und geheiligt, und den wahren Gesandten Gottes erkennen sie nicht, selbst wenn er mit dem Namen in der Bibel steht. Nein, dieser Held wird kommen und kämpfen und Gottes Ehre herstellen im Angesicht der Menschen, im Glauben der Menschen, seine Majestät, seine Pracht und seine Ehre und das Bild, diesen Götzen entgegentreten, in dem dargestellt wird, dass der allmächtige Gott elendigst hingerichtet wurde, angespuckt wurde. Wa'iyadu billah min shaitan rajim. Die Christen erklären alle Propheten, wie sie je aufgetreten sind, für Blindfische, die von der Majestät, von der Ehre, von der Erhabenheit Gottes berichten, der Unantastbarkeit, und sie berichten uns, man habe Gott ins Gesicht gespuckt. Als hätten die Propheten diesen Moment sehnlichst erwartet. Das Zepter deines Reiches ist ein gerades Zepter. Du liebst die Gerechtigkeit und hassest gottlos Wesen.
Darum hat dich Gott, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl, mehr denn deine Gesellen. Wieder haben wir das Bild wie beim Hohelied, auserwählt unter Tausenden. Deine Kleider sind eitel Myrrhe, Aloe und Cassia. Wenn du aus den elfenbeinernen Palästen dahertrittst in deiner schönen Pracht, in deinem Schmuck gehen der Könige Töchter. Wieder haben wir das Bild, die Braut steht zu deiner Rechten im eitel köstlichem Gold. Höre, Töchter, ja, wie im Hohelied. Sieh und neige deine Ohren, vergiss deines Volkes und Vaterhauses. So wird der König Lust an deiner Schöne haben, denn er ist dein Herr, und ihn sollst du anbeten. Vergiss deines Volkes und Vaterhauses. Ja, das haben sie aber nicht getan. Sie sagen, er kommt nicht aus dem Hause Israel, er ist kein Jude, der Prophet Mohammed a.s., und unser Prophet muss aus unserem Volk kommen. In der Prophezeiung heißt es, vergiss das, damit der Herr dich lieben wird. Denn er ist der Herr, aber er kommt eben nicht aus eurem Volk. Deswegen vergiss das. Mach es nicht daran fest, er wird aus deinem Volk kommen. Hier ist eine ganz klare, gezielte Aufforderung. Vergiss das, vergiss Volk und Nationalstolz und Ehre und Herkunft. Vergiss das. Denn wenn du es nicht vergisst, das ist ja eine Bedingung. Höre, Töchter, sieh und neige deine Ohren. Vergiss deines Volkes und Vaterhauses. So, wenn ihr das macht, wenn ihr das vergesst und nicht sagt, der ist ein Araber, der kommt nicht aus dem Hause der Kinder Israels, der ist kein Jude, der kommt nicht aus dem Hause David. So wird der König Lust an deiner Schöne haben, denn er ist dein Herr und ihn sollst du anbeten. Ja? Also es ist ganz deutlich, dass hier eine gewaltige Botschaft dahinter steht. Und im Hohelied, dem schönsten Lied in der Bibel, kommt die Offenbarung, wer er ist. Er ist Muhammadim. So verpasst ihn nicht, versäumt ihn nicht, übersetzt nicht seinen Namen mit einfach nur alles ist lieblich. Ja? Tut das nicht. Sondern lasst es so da stehen, wie es da steht. Übersetzt doch nicht etwas, wo ihr selber nicht sicher seid, wo man selbst in der Übersetzung sagt, es hat viele Bedeutungen. Also, lasst es stehen, Muhammadim, vor allen Dingen, wo sich diese Prophezeiung erfüllt hat. Denn was lesen wir im 5. Buch Moses? Wenn das Wort kommt, wenn es geschieht, dann ist es wahr, dann ist es von Gott gesprochen. Daran könnt ihr das wahre Wort erkennen. Wenn man also jetzt nicht weiß, Muhammadim könnte man so übersetzen oder so übersetzen oder so übersetzen. Aber die Prophezeiung erfüllt sich. Und der Prophet aus Arabien, der prophezeit es in Jesaja, trägt den Namen Muhammad. Dann muss man sehen, dass dies die Erfüllung der Prophezeiung ist und dass dies die einzige Bedeutung ist, die diesem wundervollen Namen in der Bibel zuzuschreiben ist, von Gott, dem Propheten Suleiman a.s. in den Mund gelegt. Wenn man an Gott glaubt, wenn man an seine Allmacht glaubt und wenn man an seinen Willen glaubt, an seinen heiligen Willen, den Menschen zu offenbaren, die Wahrheit und nicht zu täuschen und irre zu führen. Aber die Christen und Juden haben ein großes Problem. Es ist nicht nur an dieser Stelle, dass sie verweigern. Als Prophet Davud von der Pilgerstätte Bakka berichtet, wo der heilige Koran deutlich macht und alle Araber das wussten, dass der alte Name von Mekka Bakka ist und Prophet Davud a.s. im Psalm von einer Pilgerstätte redet, zu denen Massen von Menschen kommen, oder Prophet Jesaja berichtet, dass die Kinder Ismails, Kedar, zum Gotteshaus kommen. Und wir lesen in Jeremia Kapitel 2 folgende. Könnt ihr komplett Jeremia lesen. Da lesen wir noch, die Kinder Kedars sind verwurzelt im Götzendienst zur Zeit von Jeremia und werden als Abtrünnige im Götzendienst dargestellt. Wie dann in Jesaja? Wie dann in Jesaja werden die Kinder Kedars? Wie dann wird Kedar plötzlich als diejenigen bezeichnet, die das Gotteshaus umgeben? Und weiter lesen wir in Jeremia, dass Fremde kommen werden. Dass Fremde kommen werden. Und die Kinder Israels belagern werden. Und die Fremden werden wunderschön beschrieben als mächtig, als mutig,
Als ob Gott der allmächtige Götzendiener plötzlich als mutig und mächtig bezeichnet. Es wird ein Volk sein, dessen Sprache ihr nicht kennt. Und alle sagen, ja, das war das Exil. Das war, als die Götzendiener Israel belagerten. Ja, und Gott beschreibt in Jeremia dieses Volk, das Israel belagert, das nach Jerusalem kommt, als mächtig, als mutig, als wenn er die Götzendiener jetzt als mächtig und mutig bezeichnet, nachdem er seine Propheten aufgefordert hat, gegen sie zu kämpfen, in allen Versen der Bibel, natürlich auch entstellt, was die Brutalität angeht, denn wir wissen aus dem Heiligen Koran, dass es sich grundsätzlich um Verteidigungskriege für die Ehre Gottes handelte und niemals um Abschlachtkriege, wie man sie in der Bibel charakterisiert. Nein, es sind die Araber, die nach Jerusalem gekommen sind, als Monotheisten, dem Götzendienst abgeschworen haben und deswegen dann auch in der Bibel positiv dann beschrieben werden auf einmal. Es kommt ja zu einem Wandel. All dieses müssen sie bestreiten. Oder Habakuk, der sagt, Hemda aller Völker wird kommen. Im Arabischen, das Äquivalent ist Ahmed. Wenn wir also die arabische Bibel nehmen und Habakuk übersetzen, steht da Ahmed. Sagen, nee, das heißt was anderes. Es heißt was anderes, es heißt was anderes, es heißt was anderes. Ja? Aber Immanuel heißt Jesus. Und nun haben sie ein weiteres Problem, die lieben Christen. Sie sagen, hier auch wieder der Schönste unter den Menschenkindern ist natürlich Jesus beschrieben. Aber ihre ganze Achillesferse aus der Bibel klammern sie an Jesaja 53 und sagen, das ist die Prophezeiung auf Jesus. Jetzt schauen wir uns das mal an. Im Psalm 45 wird der König beschrieben, der mit Schwert kämpfen wird. Jesus hat nicht einmal gekämpft und siegreich sein wird. Das übrigens ist auch bei Suleiman a.s. über den Friedefürsten zu lesen. Da gibt es einen wunderbaren Vers, der Friedefürste. Da steht, seine Feinde werden Staub schlucken und erwähnt ist nur Reich Arabien. Das haben dann die Christen sich zurechtgebastelt, das waren dann die drei heiligen Könige aus dem Morgenland. Diese Geschichte aus der Mythologie entlehnt. Ja. Dabei ist die Rede von Reich Arabien und nicht von drei Königen. Oder einem König. Weiß nicht, wie heißt er, Kaspar Balthasar und keine Ahnung. Ja? So, da haben sie versucht, diese Prophezeiung sozusagen in Erfüllung gehen zu lassen durch diese mythologische Geschichte, die absolut abstrakt und dumm ist. Aber die Realität, die Wahrheit zeigt sich, wie sie in Erfüllung gegangen ist, was von Arabien ausgegangen ist. So, und jetzt stehen sie da und sagen, ja, nee, aber dieser Psalm mit der Schönheit, das ist Jesus. Ja gut, dann schauen wir uns Jesaja 53 an, wo sie sagen, das bezieht sich auf Jesus, damit wir auch mal die Scheinheiligkeit der Christen überführen. Hier nun haben wir Jesaja 53. Und was steht da? Aber wer glaubt unserer Predigt? Angeblich wird jetzt Jesus angekündigt. Und wem wird der Arm des Herrn offenbart? Denn er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt noch Schöne. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der allerverachtetste und unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Gerade lesen wir im Psalm, der Schönste unter den Menschenkindern Jesus und der Hässlichste unter allen Jesus. Das heißt, alles wird auf Jesus gemünzt, bis zur Absurdität, bis zur Dummheit, bis zur Verklärung der kompletten Botschaft. Und selbst in der Bibel mehrfach, nicht nur Muhammadim im Hohelied von Salomo, in Habakuk, bei Malachi, überall Hamda, Ahmed, Hamada. Es wird alles übersetzt, verklärt und schon sagen sie, da steht was anderes drin. So werden sie natürlich nicht zur Wahrheit kommen, das versteht sich von selbst. Zumal, wenn im Hohelied steht, mein Cousin, im Hebräischen, ja, das interessiert sie nicht, dass Suleiman a.s. sagt, mein Cousin. Wahrscheinlich hat er sich das einfach so ausgedacht und haben sie es umgemünzt in mein Freund. Aber mein Freund steht da nicht, in der Frage steht es, aber nicht in der Antwort. Dieser kleine, feine Nuancenunterschied hat es in sich. Denn die Fragenden sagen, wer ist dein Freund oder Geliebter? Und er sagt, mein Cousin. Und dann kommt Muhammadim. Und alles hat sich erfüllt. Denn Muhammad a.s. ist tatsächlich Cousin von Suleiman a.s. Er ist ein Kind Ismails a.s. Und Suleiman a.s. ist aus dem Hause Dawud a.s. aus dem Hause Ishak a.s. Alles hat sich erfüllt. Buchstabengetreu. Aber sie wollen es nicht wahrhaben. Sie wollen lieber lästern und ihre Videos machen. Ja? Die so absurd sind, dass da wirklich Videos auf YouTube stehen,
Mohammedim steht nicht für Mohammed. Und das Im ist der Plural von Respekt. Elohim. Ja? Im ist der Plural von Respekt für eine hohe Persönlichkeit, für eine hohe Person. Aber nein, streichen wir. Wir streichen alles. Wir streichen, dass ausgerechnet nur die Kinder Ismaels beim Hause Gottes in Arabien erwähnt sind. Wir streichen, dass der frühe Fürst, der Fürst des Islam, Kriege führt und seine Feinde Staub schlucken werden. Wir streichen, dass das neue Lied in Kedar gesungen wird. Wir streichen Jesaja 42, in dem von dem Boten gesprochen wird, der unbedarft ist und aus Arabien kommen wird. Alles streichen. Dann kommen wir zur Wahrheit. Die Wahrheit, dass Gott angeblich hingerichtet wurde am Kreuz. Das ist dann die Wahrheit, die übrig bleibt, wenn man seine Lüge gewinnen lassen möchte. Bis zur Absurdität und zur Dummheit. Dass Jesus als Sohn den Vater gezeugt hat. Denn sollen ja alle wesensgleich sein. Wenn sie wesensgleich sind, dann hat der Sohn den Vater gezeugt. Und daran glauben sie. Sie sagen, Gott ist doch allmächtig. Ja, Gott ist allmächtig. Aber es gibt nur eine Wahrheit. Und ihr könnt nicht sagen, Gott ist allmächtig, also passen alle unsere Lügen in diese Allmacht rein. Wir können also alles dichten, was wir wollen. Es wird schon wahr sein. Dann hätte es keine Offenbarung gebraucht, die Wahrheit von Lüge unterscheidet. Wenn grundsätzlich durch die Allmacht sowieso alles wahr ist, dann brauchen wir keine Offenbarung. Dann können wir alles sagen und alles ist wahr. Dann gibt es überhaupt gar keine Lüge. Mit dieser Einstellung gibt es keine Lüge, sondern alles ist wahr. Denn Gott ist doch allmächtig. Wie sind sie abgeirrt? Und wie versuchen sie, die klaren Beweise Gottes, die Offenbarung, um die Menschen recht zu leiten, um sie vom Höllenfeuer zu bewahren? Aber sie wollen nicht. Sie wollen die Wahrheit nicht annehmen. Und die Atheisten müssen sich ihre Gedanken machen. Wie konnte Suleiman a.s. den Namen desjenigen benennen, der noch kommt? Und es hat sich erfüllt. Und das Schönste ist, es wurde übersetzt, sodass der Name gar nicht da steht. Alles an ihm ist lieblich. Ja? Und es wurde in die griechische, in andere Sprachen, in Englisch und so weiter und so fort im Laufe der Zeit übersetzt, sodass die Menschen überhaupt nicht mehr erkennen konnten, was da steht. Und dann offenbart sich doch das Geheimnis der Geheimnisse, was dem Hohelied gerecht wird, in seiner Würde dieses Beitrages. Und nicht, wenn man, wie ich am Anfang dieses Vortrages gesagt habe, seine kranken und verschobenen Ansichten hereinbringt, sein pervertiertes Verständnis von Liebe, dann hat man keine Chance, dieses Gedicht der Liebe, der wahren Liebe, im Glauben zu verstehen. Und dann wird man auch niemals Jesu Worte verstehen. Habt ihr mich lieb, so folgt meine Gebote, oder meine lieben Brüder. Ja, und die Liebe, wie sie gemeint ist, und nicht diese Liebelei aus der Nächstenliebe, die Gott ausklammert. Ja, das ist natürlich auch nicht mit Liebe gemeint. Das ist dann letzten Endes nichts anderes, als Jesus sagt, ihr, die ihr nur Ehre voneinander sucht, ihr habt keinen Glauben in euch. Die Ehre, die nur für Gott allein ist, die sucht ihr nicht. Suchen sie auch nicht. Denn wenn sie die Ehre, die nur für Gott allein ist, suchen würden, dann würden sie nicht sagen, die Wahrheit ist, dass Gott hingerichtet wurde und angespuckt wurde. Das ist nicht Ehre. Das ist Schande. Aber die suchen sie. Sie wollen dies als Wahrheit haben. Und sind glücklich damit, dass dies die Wahrheit ist. Ja klar, als Egoist wäre man das ja auch. Ja? Dann braucht man nicht mehr die Gesetze einzuhalten, dann braucht man sich nicht mehr anstrengen, hat man einen Sündenbock und ein bisschen scheinheilig sich bekreuzen und schon ist man im Paradies. Wenn alles so einfach wäre, klar, das Einfache liebt man schon mal. Aber man lässt sich dadurch auch verdammt nochmal täuschen. Und das ist eben das, was hier zu berücksichtigen ist.